So, und damit herzlich willkommen zum neuen Vlog. Im letzten haben wir die Fällung von der gesehen. Ich wollte sie mit dem Rückiwagen eigentlich rausfahren, aber die ist halt einfach, also wenn man die mal anguckt, die hat 4 Meter. Gut, ist zwar ein wenig faul, aber die hat, ja, ich glaube am Abhieb hat sie 1,10 Meter oder so. Das ist halt einfach zu viel für die Zange vom Rückiwagen. Jetzt tue ich sie halt mit der Sollmaschine raus. Das ist auch okay. Halt immer so, wie es halt geht. Jetzt muss ich bloß jetzt drehe ich das Seil ein wenig. Seil habe ich übrigens ein neues drauf gemacht. Mache Messeblech, besser gesagt. Aber was heißt mache Messe? Das alte war jetzt 2 Jahre drauf. Und ja, das alte war jetzt 2 Jahre drauf. Und das war jetzt einfach, ja, sagen wir mal, am Ende seiner Lebensspanne. Ja, genau, weil, ich sag mal so, das Seil, das hebt schon 2 Jahre, aber, oder auch länger. Aber klar, wenn man es natürlich, ich sag jetzt mal, intensiver oder intensiv nutzt, das rostet dann auch in ein wenig. Und dann hast du halt auch mit Druckstellen drauf oder Verwindungen und so. Und am Samstag haben wir dann eine Traufbuche gefällt. Die ist hinter einem toten Baum gestanden. Und normalerweise machen wir es mittlerweile so, wenn was im Weg steht, das eh kaputt ist, dann wird das weggesägt, weil es einfach zu gefährlich ist. Da haben wir halt gemeint, okay, tote Fichte, ja, das, die lassen wir standen. Als Totholz, ja, also gezogen, Baum oben natürlich gekippt, zweit unten angehangen, muss ich auch sagen, war ein Fehler von mir, definitiv, falsch eingeschätzt. Losgelassen ist er zurück, hat aber gehoben, dann wieder angezogen, ist er wieder vor, wieder verhangen und halt richtig gezogen, der Renner wieder gestiegen, gell. Naja, und dann hat es halt Patch gemacht und dann ist halt das Seil abgerissen. Und zwar an so einer Verquetschstelle, also wo es halt einfach schon ein wenig einen Schaden gehabt hat, sonst wäre das wahrscheinlich nicht abgerissen. Vorher wäre der Renner umgeflogen. Und ich habe ja schon lange das Seil unten oder in der Garage liegen. Und dann habe ich gesagt, Torben, jetzt ist es, jetzt haben wir es, glaube ich, 5-mal abgeschnitten, halt einfach weil es vorne krumm war. Und jetzt ist es letztes Mal ist es gerissen vorne an der Zugöse, also da Hanna an der Seilschlaufe ist es gerissen. Ich habe ja immer 2 Pressungen dran, also 2 Presskauschen. Und da ist es mir letztes Mal zwischendrin gerissen. Und jetzt ist es dann letztes Mal im Seil zwischendrin gerissen. Dann haben wir gesagt, so, das ist jetzt ein Zeichen Gottes. Jetzt machen wir ein neues Seil drauf, weil jetzt ist es fast genau 2 Jahre alt und auf der Maschine drauf und hat jetzt, aber was weiß ich, ich will jetzt nicht ein paar tausend Festmeter sagen, aber es war wahrscheinlich ein paar tausend Festmeter gesehen und auch viel Spezialfällungen und so Scheißdreck. Und jetzt habe ich einen Teil weggeschnitten, was noch einigermaßen gesund ist und gut ist, und den Rest habe ich weg, das geht jetzt in Schrott und fertig, da mache ich gar nicht lang rum. Jetzt habe ich 85 Meter, 11er Seil drauf von Lamm, Forest Fighter V186er, vorne ist V156 drauf gehabt, also das ist jetzt nochmal ein wenig, entweder sind mehr Litze drin oder es ist höher verdichtet, das weiß ich nicht ganz sicher, aber ich glaube Bruchkraft hat es, ich glaube 14,5 Tonnen, also so dass es halt auf mit 7,5 Tonnen Winde kannst du es gut fahren. Genau, weil 7,5 Tonnen hast du ja eh bloß auf der unteren Lage. Und ist immer noch doppelte Bruchkraft. Also das ist ja bloß, wenn du mit einer losen Rolle ziehst, hast du mal die 14 Tonnen, wenn überhaupt. Also ja, genau. Jetzt haben wir das drauf.
gucken wir mal, wie lange das hebt, ihr werdet es ja mitkriegen. So, und damit ihr mit mir nicht ganz unglücklich werdet, mache ich jetzt noch ein kurzes Video, wie ich sie rausziehe, so gut es halt geht. Da ist es relativ nass. Da oben an dem Trau von mir, ich weiß nicht, der ein oder andere erinnert sich vielleicht im Winter, wo es so marzmäßig gewindet hat und Schnee gehabt hat, ein wenig auch. Da haben wir Traufbuche gemacht, in Bestand reingefällt. Da war auch die Festmatter-Zeitschrift da, oder der Redakteur, und hat einen Beitrag gemacht. Genau. Und jetzt hat es hier halt eben Windbruch gehabt. Und ja, jetzt tue ich das halt noch rücken. Das sind jetzt aber, die haben davor schon den vorderen Stammteil gekriegt und das ist jetzt eben der untere Teil. Die zwei tue ich jetzt mit dem Stallschlepper raus, der Rest schon mit dem Rickywagen raus. Das haben wir ja auch gesehen. Denn. Oder was heißt gesehen, halt auf den Bildern, ja. Wir haben heute Actioncam dabei eigentlich, aber ja, wenn es so dunkel ist, jetzt muss ich bloß ein wenig, Entschuldigung, ein wenig Säul lösen. Dass ich da eine nicht den Abhang abfahre, sondern da eine noch ein wenig lenken kann. Aber ich glaube, jetzt lassen wir da hinten mal noch. Da seht ihr ja, was für ein Groschi das ist. Also schon ein Räte. Ja, jetzt steigt der Karre. Das brauchen wir jetzt nicht. So, dann haben wir da unten so eine ganz tolle Sache, das nennt sich Einzelradbremse. So, jetzt gucken wir mal. Das geht it oder it so gut. Dann wir halt dann zurückschieben und dann nochmal probieren. Aber ich habe so das Gefühl, nein, dass das keine gute Idee ist. Oh ja. Wir sehen immer noch die Aktionen, so abends mal. Schwind, schnell, schnell. Also Kameraführung, bitte ich zu entschuldigen. So, jetzt hebt sie natürlich auch noch hinter. So. Jetzt ziehen wir sie zwar durch den Dreck, aber das bringt mir ja auch nichts, wenn ich im Loch drunter liege. Jetzt merkt man natürlich, die hebt schon an. Und dann ist natürlich auch kein Gewicht auf dem Schlepper. Das ist meistens eine ganz gute Kombination zum Holzrücken. Schweres Holz und kein Gewicht auf der Maschine. So, genau, so habe ich mir das nämlich vorgestellt, dass wir da hinten mal schön umfliegen. So, jetzt muss ich mal kurz aufhören, da können wir. So, jetzt haben wir den oben, die zwei, da den da und den. Ja, genau, das war jetzt die Menge von dem Hieb da hinten. Ja, ist jetzt nichts Großartiges, also wenn es 30 Festmatter sind, ist das glaube ich viel. Eher 20, 25, denke ich. Genau. So, jetzt machen wir Feierabend. So, ich habe letztens noch 3 Stämmle vergessen. Ja, Stämmle ist gut. Der 5 Meter Block davor hat schon 2 Festmatter gehabt. Und der 5er jetzt, muss ich mal gleich messen, aber ich habe jetzt bloß 60er Kluppe dabei. Das wird, da wird es im Level nicht lange. Ich denke mal, dass der wahrscheinlich 2,2 oder so, 2,2 oder 2,3 Festmatter hat. Genau. Ja, jetzt tue ich die noch raus. So langsam merkt man, der Herbst hält Einzug. Jetzt haben wir mal seit langem wieder ein wenig Regen.
aber hält sich alles noch sehr in Grenze. Genau. Jetzt geht es hier gleich die Steigung auf. Da wird er mal wieder ein wenig prälen. Irgendwann muss ich vielleicht mal Special machen, wo ich mal Holzrück ohne Auspuff. Und wenn es bloß ein Stamm ist, aber den Sound, den will ich mir eigentlich schon mal geben. So, jetzt muss ich wieder mit Einzelradbremse fahren oder das Schild mal runterlassen. Genau, jetzt lege ich euch mal geschwind zur Seite. So, mit der Einzelradbremse habe ich jetzt rumgebracht. Ja, die quietscht da immer ziemlich, die linke Seite. Ja, ich weiß nicht, vielleicht, ich muss mich mal informieren, wie das beim Renault ist. Mit dem Getriebesatz und der Bremse, aber klar ist, das ist eine nasslaufende Bremse, die läuft im Getriebeöl mit. Es ist aber die Frage, was für ein Aufwand das ist, das zu, mal zu richten oder da mal neue Bremsbeläge drauf zu machen oder wie auch immer. Weil ich denke, so alt wie der Traktor ist, kann ich mir bloß vorstellen, dass man einmal Bremsbeläge gemacht hat, wenn überhaupt. Und die, die es mitgekriegt haben, wissen ja, wie das ist. Jetzt machen wir da an. Das Gas wegnehmen, wie das ist, wenn man Bremsbeläge macht oder die schlecht sind oder einseitig sich abfahren, dann kann man nämlich ganz schnell einen Getriebeschaden bekommen. Bei mir glaube ich nicht, dass das passieren wird, weil ich im Regelfall so, jetzt machen wir da eine geschwind Bremse rein machen. So. Kommen wir da einer hinterm Seck. Der kleine Stamm. Jetzt können wir wieder ein wenig anziehen. So, jetzt fahren wir da einer noch ins Gebüsch. Ja, also was wollt ihr jetzt sagen? Heimatland. Achso, ja. Im Normalfall tausche ich einmal im Jahr oder. Gut, bei mir läuft er ja jetzt nicht so viel. Denk so, boah, was kriegt der Schlepper bei mir im Jahr? Müsste jetzt gerade ausrechnen, letztes Jahr. Aber ich denke, um die 300, 350 Stunden ist er, glaube ich, letztes Jahr gelaufen. Also geht eigentlich. Und dieses Jahr, gut, klar, das Jahr ist noch nicht vorbei. Aber ich denke, das Jahr wird er jetzt keine 300 Stunden gemacht haben. Weil ich dieses Jahr mit dem Rückiwagen brutal viel gefahren bin und eigentlich kaum Langholz gemacht habe. Ja gut, am Anfang vom Jahr noch, dann im Sommer noch ganz klein wenig. Aber jetzt habe ich schon ewig kein Langholz mehr gemacht. Jetzt im Winter oder jetzt dann im Herbst. Winter denn, wird denn viel zum Vorliefern kommen. Seil unterstützt die Sache und dann auch zum Teil Langholz rücken. Ja, aber wie viel das denn sein wird, das wird man sehen. Genau. Auf jeden Fall, ich tausche eigentlich das Öl alle 2 Jahre, das Hydrauliköl oder das Getriebeöl. Das Motoröl mache ich jedes Jahr unter dem Filter, aber beim Hydraulik-Getriebeöl. Ich gucke mir das halt immer an, wie das aussieht, das Öl. Und wenn das einigermaßen danach ist, dann fahre ich das auch noch mal ein Jahr. So, jetzt wartet mal. Jetzt hätte es da gerade ganz gut passen, dass der da oben aufrutscht. Dann bringe ich den da oben aufpoltert vielleicht. So, jetzt haben wir da endgültig fertig. Hat jetzt doch noch einiges am Buch gegeben, muss ich sagen. Also, gut, da liegt noch 200 Ahorn dazwischen, aber also, der würde sagen, das sind auf jeden Fall 15 Festmatter.
Und das da Hanna sind, denke ich, 10, also 25. Maximal 30 Festmeter, denke ich, wäre es sein. Viel mehr ist das nicht. Gut, mit dem Hackgut mal auf jeden Fall 30. Genau, jetzt machen wir mal Feierabend. Ha ja, da sind wir wieder am schönen Gerebergturm. Der See sieht man ganz minimal. Da unten sieht man den See, dahinter ist Schweizer Ufer. Da ist der Sentis. Genau. Ja, ich habe jetzt wie gesagt bloß 60er Kluppe dabei und die langen da haben auf jeden Fall nicht. Aber der drunter hat so, habe ich mal geschätzt, so, ich habe sie nachgehoben. Und wenn ich sie drüber hinaus über die 60 rausnehme, dann komme ich immer so auf 65, also und noch ein wenig dazu, dann sind wir so bei 69, 70 cm mit dem Durchmesser auf 5 Meter. Also so, ja, ich sag mal 1,85 bis 1,95 Festmeter hat der untere Stamm und der Ober ist ja schon noch ein wenig stärker. Dann denke ich, dass der auf alle Fälle über 2 Festmeter hat. Aber es sind halt auch jetzt ein wenig Verrissene dabei, gell? Muss man halt auch sagen. Und wo haben wir es denn? Der Hahn, der hat jetzt bloß 3,40. Ja, gut, ich weiß jetzt auch nicht, warum ich den jetzt in den Polter reinhauen. Eigentlich gehört der ins Hackholz. Aber meine Holzmacher haben ihn angeschrieben. Den nehmen wir ihn halt mit, den habe ich auch rein. Ich sag jetzt mal, da kann man schon noch was draus sägen. Ding oder da aus dem da auch. Weiß nicht, vielleicht verkauft der Förster sogar als Pohlmeier-Sortiment. Pohlmeier nimmt eigentlich gerade als an Holz, was es so gibt. Mir wäre es zäh. Aber es hat jetzt ein wenig Holz gegeben. Genau, so ist. Heute sind wir noch bei unserem großen Hieb am Vorfälle. Am Montag oder Dienstag kommt der Rücker mit dem HSM 904. Guck ich mal, vielleicht verwische ich den und kann dann noch ein Video für euch machen von der Maschine. Dass ihr hier mal auch gescheite Technik seht. ja, heute Morgen, das seht ihr, ich weiß es noch nicht, ob ich es euch zeige. Also, ich bin ja eigentlich jemand, der zeigt auch, wie es nicht geht oder wenn halt mal Fehler passieren, aber wenn ich alleine bin, dann kann ich das nur für mich entscheiden und dann ist das klar, dann zeige ich es euch. Aber wenn ich halt einen Kollegen dabei habe, dann bespreche ich das natürlich mit ihm, ob das für ihn in Ordnung ist, wenn man das zeigt öffentlich. Also entweder ihr habt jetzt im Vorgang was gesehen oder ihr habt es nicht gesehen. Wenn ihr was gesehen habt, dann wird es dazu noch eine Nachbesprechung geben oder ich mache ein extra Video dazu. Muss ich mal noch gucken. Genau. Auf jeden Fall sind wir heute wieder am Fällen. Ich mache hier eine halbflächige Befahrung, macht man eigentlich nicht so, aber der Boden ist relativ trocken, die Maschine wiegt nur 5 Tonnen, also da ist das mit dem Bodendruck sehr vertretbar und wir haben hier auch keine andere Möglichkeit, weil die Gasse ist komplett zugeworfen oben und ich kann nur hier von unten übers Drauf reinfahren. Genau, und jetzt haben wir hier, jetzt machen wir die Kiefer weg, die ist ein Vorhänger. Die geht hier dann in das Loch rein und die zweite hier habe ich schon angehangen mit dem KST-System. Also wenn man da mal guckt, von hier ist sie ein Rückhänger. Von hier ist sie ein Seithänger. Und wenn man jetzt noch von dieser Seite gucken würde, also von der, dann wäre sie oben auch noch ein Vorhänger. Also die ist, im Prinzip steht sie gerade. Ja. Nein, Quatsch, natürlich nicht, aber ja, also ist schwierig einzuschätzen. Wir haben aber nirgendwo anders Platz, also muss sie da rein. Wir machen Seil unterstützt. Ich stelle wahrscheinlich nachher einen Traktor noch ein Stück weiter vor. Ich habe ja neues Seil drauf für 85 Meter, 11er Seil. Also da ist jetzt noch einiges auf der Trommel drauf. Sprich, ich kann noch ist locker hinter die Buche fahren, hinter die Starke, und das mache ich auch, dann ist er nämlich sicher geschützt. Ja, und dann abschließend werden wir noch hier die Starke fällen, die wird noch interessant werden, aber das seht ihr dann auf der Helmkamera im Normalfall. Genau.
Ja, Torben, wir kennen es ja doch noch. Gleich die Kiel-Lerch oder die? Kann man die Fahrer jetzt aufsteigen. Die, gell? Ja. Sonst blockiert die wieder. Mhm. Ja, wobei, der ist schon gegangen, aber jetzt machen wir erst die, hä? Ja, so. Ja, wobei, wir haben jetzt noch mal die Rallye durch. Ja, weil das ist ja, weil wenn das Spiel so mehr lässt, dann liegt man raus, dass man nur das ist in den Kader. Also, Welle, der ist die unter. Auf dem Treffer liegt, weißt du?
gerichtet auf die Kleine, oder? Ja, das ja, ja, also das passt. Ja, ja, war. Perfekt. So, jetzt gucken wir mal mit der Kiefer. Ja, wir mal ein Stück weg. Heiland, zack. Die haben am Fliegen schon gedacht, du. Die biegt jetzt den gar ab, aber. Ha! Torben, check! Wir kennen jetzt doch noch. So, guck mal. Das war eine ganz gute Entscheidung, das Seil letzten Samstag zu machen. Ja, ja, auf jeden Fall. So kann man vernünftig lassen für die Länge. Ja, ist wirklich so, ja. Ja, und mit Power hat er auch in mehr weniger Seil oben. Hä? Auch mit Power hat er normalerweise auch in mehr weniger Seil oben. Und ja. Ja, ja, schon. Aber dann wäre ja weniger kürzeres Seil besser. Ja, gut, klar. Ja, dann hast du schneller. Direkt an mir, ja. Und der Amerikaner ist halt nicht aber noch ein Nachstander. Das ist halt anders. So. Boah. Leck mich am Arsch. Hey dann! Lang ist da dran vorbei!
Oh, Heiland, jetzt. Ja, dann sind wir doch eh fertig. Ja, den muss man mal irgendwie nachbauen, wenn man hat, oder dann machen wir das. Die Mittelung oder so, also das ist echt viel. Ich sehe gar nicht, wie das ist, kann ich wieder so ein halbes Dadel fahren, bei alle. Schon mal, ja. Also das ist, ja. Ja, klar. Das ist halt dann immer das. Die Stange haben wir wieder raus. Ja. Aber jetzt mit dem 11er sei Gott, ist mit der Stange viel besser. Ja. Am Anfang mit dem 12er hat mir immer die obere Telestufe hat mir immer reingeschoben. Ja. Die hast du immer drin lassen können. Ja. Die hast du jetzt. Ja. Die hat es immer reingedruckt. Aber weißt du, ich muss einmal die Motor wieder nachziehen, ja, dass die wieder ein wenig Spannung haben. So. Soll ich mal ein wenig ziehen? So, vielleicht. Zum Abschluss des Tages noch die Buche da haben. Aachen kommen sie relativ weit oben. So, da ist es. Jetzt sieht man es natürlich nicht mehr. Gucken wir mal. Ja, ja, du stehst eh voll im Zugdreieck. Ja, ja. Jetzt hast du das gelbe Fegele noch siehst. So kann ich, oder? Gib ihm mal ein wenig Gas. Genau da, wo wir sie haben wollen. Da haben wir wieder gut gemacht haben. Ja. So hätte die zwei heute Morgen auch gehen können. Aber wir lernen ja.
Jetzt sind wir da mit dem Einschlag doch. Jetzt kann nächste Woche rückkommen. Mal die paar Festmatten rausbeigen, wo er halt dran ankommt. Der Rest, denke ich, wird er liegen lassen. Das würde ich mit der Seilmaschine rücken und mit dem Rückiwagen. Ich denke, so viel wird es dann nicht mehr sein. Langholz wird es meistens dann draußen sein. Und dann habe ich halt noch ein wenig was zum Vorliefern und zum Rücken. Aber der soll gucken, dass er mit seiner großen Maschine Masse macht. Genau. Ja, und wenn das dann alles gerückt ist, dann haben wir noch Laubholz zum Einschlagen. Da vorne die ganze Esche. Das sind bestimmt auch noch mit 50, 70 Festmeter. Genau, das kommt dann auch noch dazu. Und ja. Dann geht's an die nächste Baustelle. Bleibt dabei! Perfekt! Ja, der Marian kann's halt doch noch. Jetzt haben wir echt alles rausgerissen. Also das hätte er. Wir haben das komplette Kabel raus, wir haben das komplette Lichter weg, alle Kabel raus, von vorne bis hinten, Stecker, alles. Und dann habe ich jetzt bei Agrar-LED da die LED-Rücklichter gekauft. Da sieht man es. Genau. Und jetzt ist das hier auch neu verlegt, komplett mit neuer Verteilerbox. Die ist jetzt wasser- und staubdicht. Und ja, LED hat es auch ein neues gegeben, weil das war ja auch hinter Kabelschaden gehabt. Genau, und jetzt habe ich das in ein Leerrohr reingelegt. Genau. Jo! So muss das sein. Jetzt können wir die Gitter und die Blende hinmachen. Hier machen wir jetzt noch den Schlitz ein wenig größer. Und dann machen wir den Gummi da hinein, dass es da jetzt so scheuert immer. Genau, dass das besser geschützt ist. So, und damit soll es für diesen Vlog gewesen sein. Wir haben einiges geschafft. Türe ist wieder drin. Allerdings, wir haben jetzt da oben das Verbogene alles weggeflext.
Weil das wäre, und auch an der Türe mussten wir ein bisschen was machen, das wäre einfach nicht anders gegangen. Jetzt haben wir hier halt ein bisschen Spalt, aber da mache ich so, ja, es ist eigentlich Pfusch, oder es ist Pfusch, aber geht jetzt halt einfach nicht anders, weil die Kabine ist einfach verzogen auf der Seite, das wirst du nie wieder so hinkriegen. Man sieht es ja auch hier, unten guter Spalt, oben gar keiner. Da mache ich so Fugendichtband rein, das so aufquillt, weil dann klebe ich das hier nämlich entlang am Rahmen entlang hin. Dann verdreht sich und verwindet sich das nämlich nicht, wenn man die Türe immer auf und zu macht. Genau, so mache ich das dann. Ich denke, das ist die beste, praktikabelste Lösung, wo man da machen kann. Ja. Irgendwann vielleicht mal, aber das, ich sag mal, bei so einer alten Maschine, die nur im Wald läuft, für was soll ich da jetzt hier den ganzen Holms alles rausbiegen und grad und überhaupt und sowieso. Wir haben jetzt hier oben immer noch so einen kleinen Überstand, also es kann nicht unten ins Blech reinregnen. Das Wasser läuft schön über die Türe drüber draus, also es regnet nicht rein, auch am Fahren nicht. Also ja. Ich denke, das war jetzt die praktikabelste Lösung. Da haben wir jetzt einen Mittag für gebraucht. Und ja, jetzt ist er wieder zu und einigermaßen dicht. Und das ist eigentlich jetzt für den Winter so das Wichtigste. Gut, hier, das muss ich noch schweißen, ausschleifen und schweißen. Hier, ja klar, das sind jetzt alles so Roststopp von Wirt haben wir da hin. Sieht natürlich jetzt nicht wunderschön aus, fällt aber jetzt auch nicht so wahnsinnig auf. Aber es geht einfach darum, da wo er ein bisschen Rost hatte, diese Türe, das ist ja auch eine gebrauchte, einfach damit es da nicht weiter rosten kann. Genau, dann zeige ich euch jetzt noch kurz, was wir noch gemacht haben. Ja. Der Marian war ja sehr fleißig, was Werkstatt angeht. Der hockt da und chillt. Darf er aber auch, der war jetzt wirklich sehr fleißig. Ich war auch nicht ganz untätig, sieht komisch aus, ist aber so. Das ist jetzt hier das Steuergerät für das Hydraulikventil für die Kranwinde. Da werde ich mal ein extra Video zu machen, ich will euch das jetzt gar nicht so genau erklären. Was hier noch herkommt, wird ein Flachstahl sein, den ich ein bisschen runterkanten werde oder mit Unterlagsscheiben oder so, hier die Distanzausgleich. Vielleicht mache ich hier, wahrscheinlich werde ich hier sogar ein L machen, damit das hier nicht so beim Fahren, das einzige, was jetzt die ganze Konstruktion, also das hier und den Schlauch hier hebt, ist im Prinzip, was hat der, was schreibst du mir jetzt da schon wieder? Was das einzige, was das hebt, ist hier die dieser Nippel oder dieser, ja, dieses Konstrukt, ja, und das hebt natürlich nicht. Wenn du da über Feldwege und durch den Wald fährst, dann wackelt das ständig und ich habe da Angst, dass es mir das dann hier irgendwo mal abreißt und das muss nicht sein und deswegen kommt da noch ein Flacheisen als L hin, wo das dann hier aufgehangen wird, hier dran, genau. Ja, viel mehr gibt es dazu jetzt auch nicht zu sagen. Dann hatte ich ja das Problem, dass meine Rücklichter nicht mehr gegangen sind. Da oben ist jetzt die Kranwinde. Seil ist auch drauf. Hallo Marian. Der denkt sich so, Alter, als Maul. Das willst du von mir. Seil ist auch drauf. Und was man jetzt, oder was der Marian besser gesagt gemacht hat, ist erstens hier hinten den Strahler ausgetauscht. Der hat ja hinten einen Kabelbruch. Und zweitens haben wir jetzt das komplette Kabel rausgezogen hier. Auch hier komplett das Kabel raus. Eine neue Verteilung innen gemacht in einer staub- und wasserdichten Box und jetzt auf LED umgerüstet. Und jetzt funktioniert es euch. Ich hänge euch nachher noch, ich hänge euch oder folgt noch ein kurzes Video, dann wo ihr seht, wie es blinkt und leuchtet. Genau, dann habe ich mal die Hydraulikzylinder von der Hydraulikbremse ausgebaut. Weil die bremst zwar, aber macht nicht mehr auf. Jetzt habe ich sie zum Hydrauliker und der guckt mal, was da ist, ob jetzt die Zylinder kaputt sind oder was da ist. Ich hoffe mal, dass es die Zylinder sind, wo kaputt sind.
weil dann wäre der Fehler gefunden und damit auch behoben. Wenn es nicht an den Zylindern lag, dann wird es irgendwo komisch, weil eigentlich viel mehr ist nicht an der Bremse. Das ist ja, und ich kann es mal noch gerade zeigen, wenn ich es mit einer Hand hinkriege, das ist ja der, also du bringst es von Hand, oh, geht schon schwer. Und also die hat schon richtig Power da hinten, die Federn, wo die Bremse wieder aufdrücken. Und für mein Verständnis reicht es locker aus, um einen Hydraulikzylinder wieder aufzudrücken, auch wenn nur langsam. Also ja, gucken wir mal. In dem Fall, ich hoffe, euch hat es gefallen und dann sehen wir uns demnächst wieder. Ciao.